Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video meinerseits. Nach über einem Jahr der Inaktivität bin ich zurück und ich habe viel nachgedacht in letzter Zeit darüber, wie ich diesen YouTube-Channel wieder beleben kann. By the way, falls euch dieser ganze Part jetzt nicht interessiert, wo ich sage, wie es weitergeht mit dem Channel, dann könnt ihr einfach vorskippen zum eigentlichen Video. Das habe ich auch unten in den Chat dann verlinkt. Aber für alle, die mich noch kennen von damals, ich habe mir überlegt, dass ich keinen Hardware-Content mehr machen möchte, weil es mich einfach nicht mehr so interessiert und weil es komisch wäre, jetzt noch Hardware-Content zu machen, wenn ich mich seit über einem Jahr quasi nicht mehr damit befasst habe. Und deswegen habe ich jetzt ein neues Konzept für diesen Kanal entwickelt, das quasi aus allgemein interessantem Wissens-Content besteht, ohne das jetzt genauer zu definieren, weil ich einfach glaube, mit so einer allgemeinen Lösung werde ich am weitesten kommen. Und da gibt es dann zum Beispiel ganz verschiedene Formate, beispielsweise wie funktionieren eigentlich in dem Fall jetzt Airlines oder wie entstand eigentlich irgendwelche Konzerne. Also allgemein interessante Fragen, zu denen ich euch dann ein interessantes Video machen will und ich versuche das Ganze auch kurzweilig zu machen, aber euch trotzdem mit gescheiten Informationen aus gescheiten Quellen zu versorgen und somit könnt ihr dann vielleicht in der Zeit, die ihr dieses Video guckt, noch irgendwas Interessantes lernen, was euch irgendwann mal in irgendeiner Konversation weiterhilft oder was ihr einfach noch nie vorher verstanden habt und dann hoffentlich tut. Also beginnen wir direkt mit dem Thema des heutigen Videos und zwar Airlines. Wenn ihr jetzt eine Airline starten wollen würdet, was ihr wahrscheinlich nicht vorhabt, aber trotzdem, die Frage ist interessant, was müsstet ihr dann tun? Was müsstet ihr bedenken? Was steckt für eine Planung hinter so einem Unternehmen, was deutlich komplexer ist, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Zunächst einmal gibt es so ein paar allgemeine Sachen. Ihr bräucht natürlich eine Lizenz, um die Airline betreiben zu dürfen. Das ist schon nicht ganz einfach. Ihr müsstet euch irgendwoher Flugzeuge besorgen, was auch nicht ganz einfach ist. Aber lassen wir das alles mal außen vor und betrachten wir mal nur das tägliche Business sozusagen einer Airline. Grundsätzlich kann man zwei wichtige Arten von Airlines unterscheiden, nämlich Budget Airlines und die klassischen Airlines. Budget Airlines wären zum Beispiel EasyJet oder Ryanair. Also Airlines, die versuchen, an allen möglichen Stellen Kosten einzusparen und dafür eben sehr günstige Tickets für Touristen anbieten. Im Gegensatz zu Airlines wie zum Beispiel Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines, was auch immer, die eben auch für Touristen versuchen, attraktiv zu sein, aber eben vor allem auch für Business Traveler. Wir betrachten heute vor allem mal diese Airlines. Falls ich nochmal ein Video zu Budget Airlines machen soll, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Also die erste wichtige Sache, die ihr bedenken müsstet, ist, von welchen Routen fliege ich überhaupt zu welchen Routen. Flughäfen können sehr teuer sein, zum Beispiel Heathrow ist ein sehr teurer Flughafen. Die haben eben nur eine begrenzte Kapazität und da alle nach Heathrow wollen, ist das entsprechend auch teuer. Somit muss man eben Geld zahlen, wenn man da landen will, wenn man da ans Terminal will und auch wenn man da wieder abfliegen will. Ihr müsstet also Routen rausfinden, die entweder eben sehr wenig beflogen sind, aber trotzdem lukrativ sein könnten, somit also eine Monopolstellung bekommen auf diesen Routen. Es kann auf der anderen Seite aber auch Sinn machen, Routen zu nehmen, die eben Konkurrenten ausstechen, damit man in irgendeiner Region zum Beispiel seine Stellung sichern kann. Und es kann natürlich auch Sinn machen, Routen zu fliegen, die sehr viel beflogen werden, auch von anderen Airlines, aber wo einfach so ein hoher Demand da ist, dass es sich trotzdem lohnt. Zum Beispiel British Airways von Frankfurt nach Heathrow. Natürlich, jeder will von Frankfurt nach Heathrow fliegen und British Airways ist da einfach eine naheliegende Option und deswegen ist es auch ein sehr häufig ausgebuchter Flug, obwohl viele andere Airlines eben auch diese Route anbieten. Eine andere wichtige Sache ist natürlich die Preisgestaltung. Zunächst einmal lässt sich sagen, in den verschiedenen Airline-Klassen sind die verschiedenen Sitze verschieden lukrativ. Ich habe mal so grob ausgerechnet, was so ein durchschnittlicher Lufthansa-Flug verdient in einem Airbus A340-600. Ich habe mir hier den Flug von München nach JFK angeguckt. Ich muss mein Handy angucken, weil ich mir die Zahlen nicht merken kann. Also wenn wir davon ausgehen, dass alle Sitze ausgebucht sind und alle zum absoluten Tiefpreis verkauft werden, damit man es eben gut vergleichen kann, dann hätten wir bei 213 Sitzen in der Economy mit einem Bestpreis von 351 Euro für Hin- und Rückflug insgesamt einen Umsatz von 74.000 Euro. Das scheint erstmal relativ viel, allerdings in der Economy Plus mit nicht 213, sondern nur 32 Sitzen ist der Umsatz trotzdem bei ungefähr 33.000 Euro, was im Verhältnis viel, viel mehr ist. Und in der Business Class, die meistens die absolut lukrativste Cash Cow ist, deswegen fokussieren sich die Airlines da auch so gerne drauf, haben wir mit 44 Sitzen einen Umsatz von 107.000 Euro. Das bedeutet, das ist quasi so viel wie Economy und Economy Plus zusammen,
allerdings nur mit 44 Sitzen im Gegensatz zu 245. Und die First Class ist eben schlecht skalierbar, weil die wenigsten Leute so teuer fliegen wollen, aber auch die macht einen ziemlich guten Umsatz. Mit nur 8 Sitzen hat man nämlich einen Umsatz von 41.000 Euro. Aber auch da, auf die Fläche gerechnet, ist die Business Class einfach am lukrativsten. Und deswegen muss man natürlich aus den Businesskunden auch das meiste Geld rausholen, weil da eben die Firmen häufig bezahlen. Das bedeutet, wenn man im Vertrieb arbeitet und einfach mal kurz irgendwie 600 Kilometer weit wegkommen muss, egal ob das der Tag vor dem Termin ist, dann wird die Firma bereit sein, jeden Betrag dafür zu zahlen, dass der Vertriebler eben dahin kommt. Weil sie muss es nun mal und Firmen haben meistens mehr Geld als Privatpersonen. Also sind Flüge zum Beispiel am Tag vorm Abflug oder kurz vor dem Abflug am teuersten. Das macht logischerweise Sinn, weil kein Tourist würde einen Tag vor seinem Urlaub nochmal kurz den Flug buchen. Das machen eben wirklich nur Business Traveler. Auch da gibt es Muster. Zum Beispiel fliegen Business Traveler gerne sonntags oder montags, um eben mittwochs oder donnerstags wieder zu Hause sein zu können. Die wenigsten würden zum Beispiel freitags losfliegen, weil man dann ja das ganze Wochenende weg wäre. Das macht eigentlich niemand. Bei Touristen ist es zum Beispiel andersrum. Touristen fliegen eher freitags oder samstags, sind dann übers Wochenende weg, besuchen Verwandte, machen einen Kurzurlaub und kommen dann eben Sonntagabend oder Montag wieder zurück. So kann man eben auch relativ gut die Preise anpassen. Da gibt es dann verschiedene Preisklassen, das heißt für eine Klasse und einen Flug, also beispielsweise eben München JFK in Economy, gibt es dann verschiedene Preislevel. Diese Preislevel sind dann eben vom absoluten Tiefstpreis zum absoluten Höchstpreis, wobei der Höchstpreis eben meistens am Tag vorm Abflug ist oder an irgendwelchen besonderen Daten. Beispielsweise habe ich gesehen, dass zum Beispiel am 28. Dezember die Flüge bei Lufthansa relativ teuer sind. Wahrscheinlich, weil da eben kurz nach Weihnachten viele Leute in ihren Winterurlaub fliegen wollen. Oder in den USA ist zum Beispiel der Tag nach Thanksgiving extrem teuer, weil da eben die ganzen Leute von ihren Familien wieder zurückfliegen. Wenn ihr jetzt aber richtig geschickt sein wollt bei eurer Airline, dann müsstet ihr noch etwas machen, das nennt sich Overbooking, um wirklich das Maximum an Umsatz rauszuholen. Weil es ist ja so, nehmen wir mal an, ihr habt einen Flug von eben München nach New York, dann ist es völlig egal, ob dieser Flug zu 85% oder zu 90% besetzt ist, wenn es um die Kosten geht. Weil diese 12 bis 15 Sitze, die dann noch belegt sind, machen eigentlich gar keinen Unterschied bei den Kosten, höchstens bei der Landung ein bisschen. Aber das ist so wenig im Vergleich zum zusätzlichen Umsatz, den ihr daraus gewinnen würdet, dass ihr einfach versuchen müsstet, alles auszuverkaufen. Der beste Flug wäre sozusagen komplett ausgebucht. Um das zu erreichen, machen Airlines etwas, das nennt sich Overbooking. Das bedeutet quasi, dass man im Vorhinaus mehr Tickets verkauft, als man eigentlich Plätze im Flugzeug hat, weil man eben statistisch damit rechnet, dass x Leute nicht zum Flug erscheinen werden, aus verschiedenen Gründen. Die Airlines haben eben viele Daten, die sie analysieren können und daraus ergibt sich dann zum Beispiel, dass bei dem und dem Flug 5 Leute on average nicht kommen. Somit werden dann 5 Tickets mehr verkauft. Falls das schief geht, falls dann irgendwie doch von diesen 5 Leuten 4 kommen, wird eben den Leuten aus der Economy meistens angeboten, dass sie eben noch einen Tag länger irgendwo bleiben. Die Airline bezahlt ihnen dann das Hotel, gibt ihnen dann auch eine Erstattung. Dafür müssen die Leute dann eben einen Tag länger warten und das nächste Flugzeug nehmen. Das passiert schon recht häufig. Was aber sehr selten ist, ist, dass so wenig Leute bereit sind, eben ihren Flug aufzugeben, dass die Airline tatsächlich reingehen muss ins Flugzeug und Leute sozusagen da rauszerren, die dann nicht boarden dürfen. Das passiert selten, das gibt sehr schlechte Publicity und je nach Airline gibt es da auch Zahlen, wie oft pro 10.000 verkaufte Tickets das passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass euch das passiert, ist relativ gering und ihr müsstet das als Airline-Manager natürlich um alles in der Welt vermeiden. Das war jetzt erstmal nur ein kurzer Einblick, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video etwas mitnehmen und versteht jetzt das ganze Thema vielleicht etwas besser. Wenn ich über einzelne Themen jetzt nochmal genauere Videos machen soll, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten überlege ich mir irgendein interessantes Thema fürs nächste Video und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.